Yo, do diddledong, ladies and gents, hier ist mal wieder euer Furlong Force und ich grüße euch recht herzlich zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht's um die Hacker in Advanced Warfare. Und die, muss ich ganz ehrlich sagen, haben langsam überhand genommen. Diese kleinen oder großen Wichser, die wirklich beinahe, ihr seht es im Hintergrund, echt abfucken am PC. Richtig derber Scheiß. Also ich packe euch jetzt mal ein Hacker-Gameplay rein. Dann würde ich mal sagen, gleiten wir leicht in Black Ops 2, um zu sehen, ja, das war noch schöne Zeit. Und dann am Ende habe ich euch ein richtig, richtig krasses, geiles Gameplay für euch. Zieht euch das rein und dann seid ihr zufrieden für den heutigen Tag und habt diesen Hacker, einfach diese Hacker vergessen. Weil ganz ehrlich, sehe ich so aus, als würde mich das interessieren, wenn die Hacker da spielen. Ja, es interessiert mich dermaßen. Das ist sowas von anstrengend. Leute, ganz ehrlich, wir spielen Advanced Warfare, versuchen Spaß zu haben und irgendwelche minder bemittelten Vollidioten, die sich noch dafür noch 50 Euro ausgeben oder keine Ahnung wie viel, um diesen Scheiß-Hack zu bekommen, denken sich, ja, machen wir doch mal den ganzen Leuten das ganze Game kaputt und machen einfach mal das, was uns Spaß macht, ja, indem wir einfach die Leute in Killcams mit Aimbot, mit was es da nicht alles gibt. Es ist wirklich schon mittlerweile alles aufgetreten. Du kannst nicht mehr quitten aus diesen Lobbys. Und ganz ehrlich, Activision hat Call of Duty schon seit so vielen Jahren gemacht. Es schaffen Leute, die sich irgendein Hakenkreuz als Emblem machen oder irgendeinen Adolf Hitler scheiß rassistischen, nazistischen einfach scheiß als Emblem zu verwenden. Die werden ewig lang in Call of Duty sein. Die werden nie gebannt. Die ganzen Hacker, wo man wirklich sagt, okay, die werden in einer Runde 30 Mal gemeldet. Die schaffen es auch nicht, dass sie diese Leute bannen. Weil man zum Beispiel Video dann einschicken könnte, die werden dann gebannt. Passiert nicht. Es werden die Leute gebannt, die vielleicht, ja, zufällig mal einen FOV-Changer verwenden oder einen FPS-Unlocker. Irgendwas in die Richtung. Die Leute werden dann gebannt, aber nicht die ganzen Hacker. Und Leute, ganz ehrlich, es gibt eigentlich nur eine Waffe, beziehungsweise eine Möglichkeit, diese Hacker auszuschalten. Ich würde mal sagen, ich sage es nicht laut, sondern schaut einfach mal in die Videobeschreibung, der erste Link. Und das ist die einzige wirksame Waffe gegen Hacker. Leider ist es nicht anders möglich. Aber um jetzt mich nicht weiter strafbar zu machen, schweife ich mal davon ab und sage euch jetzt mal, schaut mal auf Facebook vorbei. Fällt mir gerade so by the way ein. Ich bin da jetzt gerade ziemlich aktiv geworden. facebook.com/furlongforce. Aber wie schon gesagt, ich möchte jetzt von euch mal wissen, was haltet ihr von diesen ganzen Hackern? Weil ganz ehrlich, ich laufe in einer Lobby, werde von irgendeinem Wichser weggeholt, der sich denkt, ja gut, ich gebe jetzt mal ein bisschen Geld aus für diesen Scheiß-Hack. Und ja, versaut mir damit das Game. Ich spiele jetzt auf der Xbox, das ist jetzt zum Glück noch nicht so krass, aber am PC aktuell unspielbar. Ich hoffe, das wird besser. Ich meine, es funktioniert noch, aber nicht mehr so, wie es sollte. Und das wäre natürlich ganz nice. So, ich würde mal sagen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Lasst eine Bewertung da. Und einen Kommentar vor allem. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr schon mal Hackerbill erlebt habt und in diesem Game begegnet seid. Ob ihr diesen Wichsern begegnet seid. In dem Sinn bin ich mal raus. Bye, bye, bis zum nächsten Mal.